Buongiorno, signori. Prince Scott. Sagen Sie, Herr Wirt, können wir heute hier übernachten? Wir wollen morgen auf den Monte Cristallo.
Abstürz von Santa Maria. Gott sei Dank, endlich einer, der spricht und sogar Deutsch. Sie sind gekommen, um mich zu holen, gell? Was sind das für merkwürdige Figuren? Viele Burschen aus dem Dorf, die von den Felsen aufgestürzt seien. Mein Sohn,
nicht sehr lustig hier. Heute ist Vollmond. Kein guter Tag für Santa Maria. Na und? Was hat das mit dem Mond zu tun? Es ist der Fluch über unserem Dorf. Seit dem großen Bergsturz. Am Monte Cristallo. Die Vollmondnacht. Das blaue Licht an der Felswand. Null bei Burschen. Das haue zirscht. Und allen ein Kreuz mehr. Kreuzel für mein Jüngsten ist da dabei. Gegen dieses Mädchen? Weil es nicht mit rechten Ding zugeht, Signor. Warum kann die Leute junta aussteigen? Die steile Wand zum blauen Licht. Alle Burschen oberstürzen. Ja, die junta ist der verfluchte Teufelshex. This.
Machen Sie mir doch die Fensterläden nicht zu bei diesem schönen Wetter. Nicht Vollmondheit. Ah, richtig. Das blaue Licht.
unser. Nella strada, svolto, ed ecco della gente in gruppo davanti alla casa di Maria. Sento Maria che grida: Giunta, Giunta! Impaurita mi volto e vedo della gente minacciosa. Mi sto dietro con tali bastoni, coi pugni mi hanno minacciato e gridato: Uà, uà! E nelle pietre mi hanno gettato e mi hanno colpito alla testa. Scappo via disperata e già mi hanno raggiunta. Allora, un uomo salta dalla finestra, dall'alto, con le braccia così e grida: Alt!
città. Was hast du denn da? Nee. Ist das Milch? Hier möchte ich bleiben. Aber jetzt muss ich gehen, junger Kind. Sonst finde ich im Dunkeln nicht den Weg. Aber ich komme wieder. Morgen komme ich wieder. Bestimmt. Also. Thank you.
Was ich Ihnen noch sagen wollte, Herr Wirt, ich wandere morgen etwas weiter in die Berge. Wenn ich einige Tage nicht zurückkommen sollte, machen Sie sich keine Sorgen. Also, Junta, da bin ich wieder. Und hier ist ein kleiner Beitrag zu unserer Wirtschaft. Du kleine Steinhexe, du, was treibe ich hier oben für einen Unsinn? Sag, ach, wenn wir miteinander reden könnten, das könnte gar nicht schöner sein. Tja, so viele Wochen bin ich nun schon hier oben. Und ich fürchte,
Ich fürchte, ich werde überhaupt nicht mehr. Ich werde überhaupt nie mehr zu den Menschen zurückgehen. Thank you.
Wunderkind. Kleine, wie soll ich dir das nur erklären? Du verstehst mich ja nicht. Che cosa? Diese Kristalle dort sind doch eine Gefahr für dich und für das ganze Dorf und könnten doch ein Segen sein. Das muss man den Bauern sagen. Lass mich jetzt gehen. Non andare. Resta. Resta con me. Das ist doch ein Schatz. Den müssen wir finden und holen. Dann brauchst du nie mehr in Lumpen und barfuß zu gehen. Io rivederci. Ganz schnell. Rivederci. Addio. Dies ist der Eingang zu der Grotte. Ist recht. Ja, das ist gut.